Und damit herzlich willkommen zu einem zweiten Tutorial. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession, das heißt, Kommentare wurden noch nicht berücksichtigt. Wir werden euch jetzt ganz kurz zeigen, wie wir am Anfang relativ schnell zumindest so eine 4x4 oder 5x5 Hütte bekommen. Und zwar haben wir hier dementsprechend die Steppe. Geht auch im Schneebiom oder halt auch im normalen Grünbiom. Man braucht Lehm und man braucht erstmal Stone, also Steine. Und Plantfibers. Plantfibers kriegt man sowieso, ja. Da habe ich jetzt schon 65. Reicht ungefähr für ein paar Blöcke. Und zwar, ich mache mal eben die... Man muss sich erstmal absprechen. Ich mache Stone. Cobblestone Frames. Achso, okay. Dann mache ich die, ja. Ja, zusammen. Wir können ja die Cobblestones müssen wir eh zusammen herstellen, weil da braucht man ja eine Menge. Von den Frames braucht man nicht so viele, deswegen ist das eher relativ unrelevant. So, das heißt, ich baue mal ein bisschen Lehm ab. Der Andi macht das auch gleich. Und dann bauen wir uns mal ein paar Cobblestones und dann kann man so mal so eine zwei hohe Mauer zum Beispiel reicht völlig aus für einen Anfang. Man muss jetzt nicht so ein großes Haus damit bauen, sondern erstmal nur eine Mauer, wo man sagen kann, okay, das reicht dann schon mal, ne? Da kann ich schon mal drinnen wohnen und kann meine Kiste reinstellen, ohne dass mir ein Zombie gleich die Füße abpackt. So. Also es ist relativ billig, sag ich mal. Und man levelt ein bisschen auch so Construction Tools und dementsprechend kriegt man auch relativ schnell Skillpunkte, weil Construction Tools ist eines der Skills, die man halt relativ schnell skillen kann, wenn man möchte. So. Ja, wir sind wie gesagt immer noch an dem Handelsposten. Macht auch Sinn, dass man dort baut, weil wenn man was schnell verkaufen möchte, geht man schnell hin. Und skillt dadurch auch wieder. Also das ist auch Skillpunktmäßig ganz gut. Und man spart dann auch irgendwann an Geld. Man kann sich dann so teure Dinge leisten, wie zum Beispiel eine Chemiestation oder eine Werkbank. Da muss man die Sachen nämlich nicht farmen. Geht auch relativ schnell am Anfang, wenn man dies möchte. So. Weißt du noch, Andi, wo wir bei dir angefangen hatten, noch wo die Experimentelle war, wo ich dann im Handelsposten alles verkloppt habe, was ich hatte und hatte dann plötzlich eine Shotgun? Mhm. Und eine Armbrust, wo ich dann festgestellt habe, die Armbrust kann ich gar nicht benutzen. Also die Armbrust, so eine lila eine Armbrust hatte ich mir da geholt und die kostete 2.500. Und ich habe am ersten Tag schon 2.500, also als ich den ersten Tag auf dem Server war, 2.500 nur durch Sammeln bis dahin quasi gesammelt. Ich habe alles verkauft, was ich gefunden habe. Jeden Zombie umgebracht, was ich gefunden und alles, was ich dort gelootet habe, alles bei dem Händler verkloppt. Und das hat mir 2.500 Ressourcen gegeben. Holz verkauft, alles. Also ich habe wirklich mich bei dem ausgezogen und prostituiert. Ja. Aber ich hatte die Armbrust in der Hand, wo ich dann festgestellt habe, ich kann gar keine Stein-Armbrust-Spitzen oder Pfeile mehr herstellen. Sonst gibt nur noch Stahl. Eisen und Stahl. Und, naja. Das war natürlich dann ein Schuss in den Ofen. 2.500 umsonst ausgegeben, deswegen nicht unbedingt das, sondern lieber auf Rüstung gehen. Die Rüstung könnt ihr immer anziehen. Gut. Ich hätte dann schon mal ein paar Woodframes. Also. Ja. Ich hab auch 110 in der Mache. Ja, so viel brauchen wir nicht. Kannst du die Hälfte wieder abbrechen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wichtig, wenn ihr auf dem PvP-Server seid, ihr guckt vorher in den Serverinformationen, wie hoch der Keystone ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil die Standardeinstellungen sind 7x7. Und wenn ihr zu groß baut, kann es sein, dass jemand einfach so in eure Basis reinkommen kann, weil erjenige wieder weiß, dass zum Beispiel 7x7 eingestellt ist und eure Basis aber 8x8. Und dann heißt das, eine Wand ist unsicher. Wäre natürlich doof. So, ich hätte schon mal die Grundpfeiler hingesetzt. Wie gesagt, ihr könnt ruhig hier eine zwei hohe Mauer erstmal am Anfang bauen, das reicht völlig aus. Der Andi hat auch noch ein paar Woodframes gemacht.
Komm schon. So, ihr werdet sehen, 38 Cobblestone Rocks reichen für 3 Wände. Und das Schöne ist, man kann das später auch direkt mit Concrete upgraden. So. Ein Schwein ist am Kaktus. So, also wir machen es jetzt realistisch und tun uns nicht aus dem Kreativmenü bedienen, weil das wäre sonst nicht repräsentativ. Geht ganz kurz nur darum, dass wir euch zeigen, Cobblestone Frames ist jetzt keine große Aufgabe, man kann aber relativ gute Skillpunkte verdienen. Wenn man es vor allem alleine macht, kann man am ersten Tag auch schon so eine Basis bauen und dementsprechend dann die restliche Zeit nur noch looten gehen. Wenn man drumherum noch Cobblestones, diese Woodframe-Locks, Woodlock-Spikes so rum, drumherum bauen möchte, dann sollte man auf jeden Fall draußen nochmal eins tiefer machen. Oder die Wand eins höher, je nachdem, wie man sich entscheiden möchte. Man kann auch ein Loch reinmachen, wo man dann durchschießen kann. Also ich zeige euch mal meine Variante. Da hinten ist Klee. So. Ja, ist jetzt für PvP nicht unbedingt geeignet, aber. Hast du noch Holz dabei? Ja. Die Steppe ist natürlich für Holz ganz gut. Definitiv. Oh, hallo Zombie. Mit dir mache ich aber keinen Faustkampf, mein Lieber. Ne, der ist mir ein bisschen zu dick. Hallo. Danke. Bitte, ich gebe dir gleich mal die Hälfte ab. Danke. So, ich baue mal noch ein paar schräge Woodframes. Schreit doch nicht so rum, Alter. Hast du die Beine gebrochen? Ja. Ne, hier, die Alte. Was? Ja, gebrochen ist ein gutes Wort, das hat kein Bein mehr. Was machst du mit den armen Zombies? Ich verschlag sie. Letztens habe ich einen Zombie auf den Kopf gehauen und sein Bein ist abgefallen. Ja, ist auch gut, ne? So. Wichtig ist, diese Dosen am Anfang nicht wegwerfen, denn es könnte sein, dass ihr die benötigt, um halt Wasser abzukochen. Und was auch ein ziemlich guter Tipp ist, wenn ihr in ein Schneebiom vorbeirennt, einfach einmal den Schneeball, den Schnee abbauen, dann bekommt ihr Schneebälle. Ja, das ist auch noch eine gute Information. Könnt ihr direkt einkochen. Das ist auch noch eine gute Information, wenn ihr hier Erde abbaut, ist es nicht mehr Erde im Sinne von Dirt, sondern Dirt-Fragmente. Und dasselbe ist beim Schneebiom, das heißt aber nicht mehr Dirt oder Schneebälle, Schnee oder so, das heißt dann Schneeball. Snowball. Und Snowballs sind halt so kleine Kugeln, die du dann in Wasser quasi einschmelzen kannst. So. Ach, da ist unser Haus, siehst du? Ich übersehe schon unsere Woodframes. Alter. So, ich habe jetzt bewusst diese Halben gemacht. Ja, genau, dass man quasi da rausschießen könnte. So. Einfach nur wegen, wenn man gegen Zombies, also wenn man PvE macht. Im PvP würde ich keine Schießschaden machen. Das liegt aber daran, dass man eben dann auch die Gegner reinschießen könnte. Und vor allem muss man auch dazu sagen, die erste Horde am Tag 7 ist sowieso eine ziemlich kleine Horde. Kommt drauf an, wie gut man selbst ausgestattet ist. Ja.
Also wenn du bis Sack 7 ein völlig ausmunitionierter Mensch bist mit Level 70, dann kommt da keine kleine Horde. Dann nicht. Dann hast du ein Problem. Die Munition ist danach alle. Das ist so sowieso fast immer. Guck mal, ich habe eine Treppe. So. Cobblestone. 193 Cobblestone reichen für ein paar Wände. Genau 19. So, und so baut man sich quasi am Anfang, vor allem mit ein paar Leuten, relativ schnell eine Basis. Wir haben hier 60 Minuten Server-Einstellung, das heißt 60 Minuten geht die Zeit. Wir haben jetzt mit 4 Uhr angefangen, das heißt 8.50 Uhr, 4,5 Stunden haben wir quasi hier gecraftet, um halt jetzt schon mal so eine relativ fast sichere Basis hinzukriegen. Ich würde auch keine Tür reinmachen, sondern ein Woodframe an die Tür stellen, den man immer wieder wegnehmen kann. Das hat den Vorteil, dass die nämlich nicht da drauf gehen. Und was vielleicht auch noch ein kleiner oder guter Tipp wäre, einen zweiten Ausgang planen. Am besten oberirdisch irgendwie mit einem Ausleger oder so. Ich sag nur Feral Zombie. Und dem ist auch egal. Ja, der rennt auch am Tag, also ist völlig wurscht. Wir haben ja eingestellte Walking Dead Modus, das heißt auch nachts laufen bei uns die Zombies. Das ist einfach, weil wir es mögen, eine Horde dann dementsprechend zu bekommen, weil wir haben dem die Server-Einstellung so gemacht, dass eben trotzdem eine Horde kommt, eine richtige Horde. Spawn auf Very High. Dafür aber den Zombie an sich nicht rennen lassen. Aber es gibt Zombies, die rennen trotzdem, auch wenn die Einstellung aktiviert ist. Das ist nämlich einmal der Feral-Zombie und einmal der Footballer. Also prinzipiell ist man dann trotzdem noch mit rennenden Zombies konfrontiert und die Hunde rennen auch immer. Und die sind eh die schlimmsten. Yep. Mit so einem Hund kann man auch im Nahkampf relativ schwer besiegen. Den Kopf triffst du meistens nicht. Am schönsten geht's mit dem Minibike. Ja, einfach drüber fahren. Genau. Ja, das erinnert mich an der Geschichte mit der Klippe. Rettungsaktion Lars und ich fliege erstmal die Klippe runter und muss mich selber retten. Aber ihr seht schon, das ist vom Aufwand jetzt hier erstmal mit zwei Personen schon mal sehr, sehr niedrig. Wir haben schon fast eine Mauer fertig. Und mehr muss man eigentlich mit Cobblestone nicht upgraden. Den Rest könnte man oben drüber mit Woodframes machen. Ja. Nur, dass mir die Zombies halt ins Harte schlagen. Wir haben 1500 Punkte. Das ist halt... vom Woodframe, der hat 500. Ja, das Dreifache, ne? Und hat halt dementsprechend ein bisschen Herder. Die schlagen halt nicht ganz so viel schnell mit Emma weg. Und man bekommt halt ein paar Skills. Na komm. Achso, bin schon fertig mit. Bräuchte wieder ein Lame. Warte mal, Lame habe ich noch eingeschickt. Ich habe 200. Und Steine. Steine habe ich keine. Nee, passt schon. Aber ihr seht schon, wir sind fast fertig und es ist nicht viel, was man dafür braucht. Man muss ja am Anfang nicht so eine riesen Hütte bauen. Man könnte es ja dann auch erweitern. Wo man halt, wenn gerade so wie wir jetzt in der Steppe sind, wo man gute Pflanzenbasen bekommt, sind die Kakteen. Hat den Vorteil, du bekommst zusätzlich was zum Essen. Ja. Und zu trinken. Und zu trinken, ja. Was gleichzeitig auch noch kühlt. Ja, von daher, alles okay. Man braucht auch nicht wirklich viel Lehm. Man braucht eher mehr Steine. Andi macht schon, ja. Im Grünbiom. Entschuldigung. Im grünen Biom ist natürlich alles einfacher. Da sind die Steine näher.
mehr Steine, Haufen und ja, allgemein so ein bisschen mehr Holz. So. Die Steine sind am Anfang echt schwierig. Eigentlich das Wichtigste, Steine. Weil man braucht sie auch für Pfeile. Und immer Zombies töten. So viele Zombies töten, wie ihr könnt. Die haben teilweise Essen drin, Nahrung drin, Stoffe drin, Kleidung und nichts. Manchmal haben sie auch einfach nichts dabei. Aber da gibt es immer noch Erfahrungspunkte. Und immer versuchen, den Stein noch bis zum Schluss abzuklopfen. Man kriegt dann nämlich nochmal zusätzlichen Bonuspunkt. Also zusätzliche Bonussteine. Und immer genug Steine haben fürs Reparieren. So, und damit endet eigentlich schon die Folge, denn prinzipiell ist das eigentlich schon das ganze Geheimnis des ersten Gebäudes. Wie man es dann gestaltet, was man dann drinnen rumgräbt und wie man es halt macht, das ist alles eine eigene Sache. Ich persönlich mache hier immer schön innen noch eine so Verkleidung und so weiter, ein bisschen oben drüber, dann erst das Gebäude, also unten drunter nur das Haus, dann drüber das quasi das eigentliche Wohnzimmer, das mache ich meistens so. Man kann auch komplett anders bauen, aber ich finde halt, das hier macht schon am Anfang richtig viel Sinn, dass man eben auch so eine kleine Verteidigung schon mal baut. Auch gegen die Zombies, damit sie nicht eigentlich gleich fressen wollen. Dann auch noch rundherum vielleicht ein paar Woodspikes und Woodlock-Spikes geben. Genau. Da kann man wiederum eins tiefer machen oder man macht einfach das ganze Gebäude eins höher oder ja, wie man es halt möchte, eigenem Geschmack. Aber ich finde, die sind zwar hässlich, die Cobblestones, weil es sind wirklich eine 2D-Grafik. Noch, mal gucken, wird ja mit Alpha 16 so ein bisschen anders. Aber zum Grunde ist es genau das, was man am Anfang machen sollte. Man kann dann halt hier, Andi, stell dich mal hier vor. Der hat übrigens eine Pistole gefunden, Andi. Wow. Mhm. Ausnahmsweise mal. Hier vor das Fenster. Da. Komm mal näher. Der, schlag mal als Zombie so mit der Faust ein bisschen rum. Ja. Der schlägt meistens dann ins Nix. Ja. Und. Oh. Ist egal. Schlägt meistens ist nichts und dann kann man halt mit einem Pfeil im Bogen direkt halt in den Kopf schießen, ne? Also ungefähr so. Genau so. Ja, und dann hat man eben den Zombie besiegt, geht raus und lootet ihn. Vielen Dank, Anja. Bitte, bitte. So, das war's für das erste Tutorial und danke fürs Mitmachen, Zuschauen und Kommentieren und kommentiert einfach weiter, wenn es irgendwas gibt, was uns euch unklar ist, was man erklären kann. Dann entsprechend werden wir uns dann wieder zusammensetzen und euch was zeigen. Yep. Danke und tschüss. Tschüss.